Hallo und herzlich willkommen zur Folge 100 von Let's Play. Alter, es stimmt, oder? Du hast Hancock abgezockt. Willst du irgendwie sterben oder so? Joa. Let's Play 100 von Fallout. Und wir machen etwas Besonderes. Ich habe überlegt, was ist etwas Besonderes, ne? Ich habe überlegt, entweder Folge 100 baue ich die Burg aus. Aber ich... Oder nehmt euch genügend Zeit. Ich mache die Hauptstory weiter und ich habe mich für Letzteres entschieden. Hört alle her. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen, sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Wo kann man frei leben, ohne Vorurteile? Für das Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Du solltest tagsüber mal in meinem Laden vorbeikommen. Mhm. Discounts. Ja, aber wir machen erstmal die Hauptquest. Nämlich den Weg zur Freiheit. Und dafür... Müssen wir zum Bolzenklopf, ehrlich? Ich habe mich halt wirklich dagegen entschieden, gegen die Burg das auszubauen. Weil ich glaube, wir haben noch nicht genügend Ressourcen. Folge 200 ist mir da schon eher realistischer. Für eine Riesenbau. Oder wir bauen das halt so zwischendurch immer wieder mal auf. Und nicht so an Spezialfolgen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Jetzt habe ich hier Mandelspritz liegen. Aha. Und Mais dabei. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais ist da. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais ist da. Haha. Okay. A Journey's End follows Freedom Lantern. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Friedenstritt. Erfahren Sie mehr über den historischen Friedenstritt. Und die Geschichte des Boston Common. Bist du ein Reiseführer? Fehler. Antwort nicht erkannt. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Friedenstrail. Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert Jahre zurück ins Jahr 1775. Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen. Angeführt von General Thomas Gage wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith, versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General? Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith
gegen Mitternacht mit 700. Rot rücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden Routen. Fahrt durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Mhm. Interessant, der Freedom Trail. Na dann, folgen wir den mal. Ich wäre ja jetzt schon wieder verloren. Hm. Ja, zum Glück haben wir einen Missionskompass, ne? Hm. Gehört was auch. Alles klar? Natürlich! Ja. Oh mein Gott! Wow! Wenn wir uns nicht beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. Das sagst du. Das war euer letzter Fehler. Wir sind doch gar nicht erst so weit gekommen. Was? Old Granary Burial Ground. Interessant. Da ist doch nicht Franklin begraben. Auf so einem öffentlichen Friedhof mitten in. Ist nicht in Boston begraben. Franklin? So, wir hören Schüsse. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Bitte was? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Ja. Kann ich hier? Irgendwie nicht, ne? Denke ich mal. Ja, geil. Das war ja. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt aber. Grundkonfusionszelle, Heavy Vorschlaghammer, jau. Natürlich heißt das so. Huch, sorry. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Piper? Hey. Was kann ich für dich tun? Wir müssen mal gerade was über gucken. Ah, okay. Okay, okay, okay. Scheiße, was war das? Na super. Maulwurfsratten. Aua. Oh, Pfannkuchen dabei. Eine Brutmutter. Nein, ein Hinterhalt wird gelegt. Oh, die Water Street Apartments. So. Übrigens wird diese Folge, denke ich mal, dann auch Überlänge haben.
Ja, guck mal, jetzt ist nämlich der Büroventilator wieder markiert. Und die Stange Zigaretten zum Beispiel. Oder die Kaffeekanne. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Dass ich jetzt so viele mehr Sachen mitnehme. Na, scheiße. So, schon besser. Geschafft. Was gibt's denn hier? Außer ein paar Flaschen. Noch nichts. Nach oben. Ist gut, dass das Ziel 0 Meter weg ist. Okay. So, dein Wunsch, so. Immer in einem Stück. Mein Befehl. Mit so ist. Und jetzt bin ich schon wieder hier? Das ist doch unfassbar. Wie komme ich denn da drauf? Dahin? Das ist doch nicht mehr normal. Du da, bitte. Wer bist du denn? Huch. Was zum? Ist das eine Karawane? Achso, oh. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Ich ignoriere es jetzt auch mal gerade. Ich muss die Freedom 2 nach... Warum bin ich nicht gleich? Also es ist doch alles merkwürdig. Ja, guten Tag, dass ich hier bin. Aber ich würde erstmal einkaufen. Ich kenne die Stadt ja schon. Die du hier siehst, könnte die Lohn. Ja. Ich schau mal, was du hast. Mord und Totschlag. Ja. So. Denn ich sehe. Wir haben ein paar Sachen. So. Oh. Könnte ich eigentlich auch mal machen, ne? So Blei oder Kupfer, irgendwie so. Öl. Ja, machen wir das mal. Da haben wir auch sowas mal gekauft. Tach. Hey, Hancock. Also, bist du bereit, loszuziehen? Hast du noch Lust, gemeinsam zu reisen? Ich könnte wohl ein paar Probleme mehr gebrauchen. Legen wir los. Na klar. Ah, sieh an, mein zweitunbeliebtester Bürgermeister im Commonwealth. Die Piper nach Burg. Aber, Piper? Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Du bist jetzt mit dieser kleinen Frau Reporterin unterwegs, was? Da werde ich ja direkt eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Anmache oder beides war. Also gehen wir am besten einfach. Ja, du gehst zur Burg. Und ich... Vergewaltige den Freedom Tag. Hey, Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Nein. Ich muss diese... Quest nicht verstehen, oder? Ich verstehe diese Quest nicht.
Wo muss ich hin? Warum dauern die Ladebildschirme so lang? Das ist ziemlich merkwürdig. Ich hoffe, wir können... Das Ding ist zum ersten Mal offen, kann das sein? Dieser Pott. Der ist sonst immer zu. Und da steht da Träume oder wage deine Träume oder... Do it! Make your dreams come true! Nicht? Stehst denn nicht? Okay. Ich begebe mich nochmal zum Boston Common. Ich bin dezent übertriebenst verwirrt gerade. Also... Das, ja. Ja, dieser Ladebildschirm mit dieser Baseballgranate. So, überlegen wir nochmal den Freedom Trail hier. Der Freedom Trail. Wo haben wir denn die roten Markierungen? Da? Müssen wir diesen Pfeil entlang? Wieso höre ich ein Vertibird wieder mal? Will ich das? Aha. Cool. Kann man mitnehmen? Tschüss. Oh. Upsala. Na. Ja, jetzt habe ich eine Planke mitgenommen. Das ist ziemlich sinnlos. Das ist Kleidung? Ja, was ist das? Eine Planke. Schrott. Hab ich die? Ich hab die nicht mitgenommen. Okay. Dieser Kack Freedom Trail. Morgen. Hallo. Aua, übrigens. Das ist wehgetan. Alles klar. Upsala. Ja. Ich heile mich mal lieber. Frage ich mich auch immer wieder. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ich frage mich, ob andere Leute auch immer so genervt sind von dir. Der Hook 360. Hier war ich überall schon. Das ist doch nicht der Freedom Trail. Hat aber gar nichts damit zu tun. Oh, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, alles drei Sachen, die ich brauchen kann.
Seit dem neuen Konjunkturpaket ist das super. Müssen wir vielleicht hier lang? Swans Teich. Gut. Zerrissene Notiz. Okay, da wird es wahrscheinlich ziemlich. Jo. Radioactive sein. Was? Oh, fuck. Was ist das? Was bist du? Ja. Das ist super geil. Und ist fast beruhigend, dass das einen Totenkopf hat. Zum Glück habe ich sehr viel Munition für die Waffe. Oh. Oh. Erhält der Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Fusionskern, Munition, noch mehr. Ja, ja. Au, au. Aber auch das bringt mich nicht weiter. Jetzt habe ich zwar dieses Ding da besiegt, aber. Was hilft mir das schon? In der Ödnis des Ganzen. Stay back. Ja, ich weiß. Aber das Ding haben wir ja schließlich jetzt besiegt. Der Freedom Trail. Ich check's nicht. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Huch. Na. Hallo. Oh, ich hasse es, wenn das gezoomt ist. Ich finde es folge dem Pfad der Weißen. Der Touristenpfad beginnt in Boston. Kommen. Warum macht er sich bemerkbar? Irgendwas war da. Das Boston Common entstand 1634 und diente zunächst als öffentliches Weideland. Später wurde es zu einem Park umfunktioniert, dem ältesten des Landes. Um Jahr vor Ausbruch des Unabhängigkeitskriegs hatten 1000 Rotröcke ihr Lager auf dem Common aufgeschlagen. Und die Rotröcke, die gegen Lexington und Concord marschiert sind, brachen von genau hier auf. Ja. Ja. 7 und A. Irgendein Code? 7 und A? Also A ist Pretty Little Liars. Und ich glaube nicht, dass die hier A suchen. Aber 7 könnte sinnvoll sein. A, ist das nicht so eine amerikanische Längeneinheit auch? Was ist das? Was ist das? Das ist vermutlich gar nichts. Was haben wir hier? Die Prostbar oder Postbar oder? Was hast du vor? Äh.
Das ist natürlich jetzt schlimm, wenn hier so viel Glas ist. Ich will auch immer überlegen, ob ich hier wirklich alles an Glas mitnehme. Ist der gestorben sich beim Einschütten? Das ist natürlich traurig. Sich beim Einschütten von was zu sterben. Ein Telefon ist ja auch. Ach, da sind die Baseballgranaten. Ein Überseekoffer. Schade. Schon besser. Ja. Kann man mal machen. Das hilft mir alles nicht weiter. Ja, nicht der Freedom Tail hier. Ach, guck mal, da ist ein Wecker. Das ist ja gut. Ja, eine Babyflasche. Brettspiele, ja, alles schön und gut und auch nützlich und so, aber nicht exakt das. Was ist denn hier passiert? Nicht exakt das, was ich gerade bräuchte. Gib 8, dann findest du es eh. Habe ich jetzt eigentlich hier Bier mitgenommen? Achso, ne, Yuka-Cola habe ich mitgenommen. Wer ist da? Das ist die große Frage. Na. Aua. Hallo. Schmerzen. Du wirst jetzt sterben. Ich musste den einfach nutzen. Das war ziemlich, ja, sagen wir, unnötig, aber ich musste den halt nutzen, weil. Ja. Wetten jetzt. Also, wenn die jetzt gleich landen dafür, dann ist das aber auch ein bisschen zu spät von denen. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ja, gotcha, gotcha. Ja. Level up. Wir wollten irgendwas mit Level 30 machen. Dann war's das nicht. Ständige Gesundheit vollständig her. Ist das das gewesen? Wollte ich wirklich das machen mit Gesundheit vollständig herstellen? Nee, wenn du überladen bist, kannst du schnell rein. Das will ich ganz eindeutig machen. Du hättest schwören können, dass du gleich stirbst, vermutlich. So, ist hier der Freedom Tail? Alle an Bord. Hört ihr das Nuka-Cola-Familienradio an? Nein! Ich will die Story-Quest weitermachen. Wenn mich jeder daran hindert, dann kann ich auch nicht. Weil 7a, das muss irgendwo in diese Richtung hier sein. Oder in diese. Das ist eigentlich am ehesten quer durchs Haus, aber. Leute, ich brauche eine neue Markierung. Muss ich hier vielleicht.
Irgendwo. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Wen haben wir denn hier? Alles klar. Das war knapp. So, den haben wir. Du bist auch quasi weg, wenn jetzt nicht gerade Piper in den Weg gegangen wäre. Was wirft 10% des Nahkampfschaden aufs Gegner zurück? Okay. Achso, du, was passiert ist, du stirbst. Aua. Mensch, Mensch, Mensch. Ich muss gleich wieder zurück in die Basis, weil ich voll bin. Muss ich wieder Sachen verkaufen und... Alles schrecklich. Alles schrecklich. Feels bad, man, Leute. Feels bad. Wo ist der kleine Wichser hin? Komm schon, nagelt sich fest. Na. So. Der. Oh. Natürlich, ich trage zu viel. Yo. Ja, Blue, du willst was von mir tragen, aber dazu musst du auch ein bisschen in meine Nähe kommen. So. Nein, du kriegst keine Baseballgranaten, da weiß ich nicht, was du damit machst. So. Weg. Einfach so. Ja. Einfach so. Was ist hier los? Wieso höre ich hier ein Radio? Ich gucke mir erstmal dieses Gebäude an. Das könnte... vertrauenserweckend aus. Das ist die Stadtbibliothek von Boston. Nein. Das ist nicht, wo ich hin muss. Ich geh erstmal kurz zur Burg zurück. Danach gehe ich gleich direkt ins Boston kommen. Das ist doch alles komisch. Alles ein bisschen sehr komisch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. 7a. Jetzt habe ich verschluckt an meinem eigenen Speicher, glaube ich, weil ich zu schnell geredet habe. 7a, was kann 7a heißen? Ich bin begeisterter. 3 Fragezeichen, Hörer. Ich habe. Was heißt alle? Ich habe in der Regel fast oder eigentlich alle 3 Fragezeichen Folgen. Ich sammle die Dinger wirklich. Also da muss ich also wirklich sagen, da bin ich jemand, der das echt sammelt und da, also ich, bis 152 habe ich auf jeden Fall alle. Ne, diese Powerfaust packe ich mir mal ins, ach kacke, jetzt natürlich, das ist hier keiner. Ah. Ja, es wird eine super Folge, wäre eine 1,5 Stunden Folge, würde ich mal fast vermuten. Oh, 5 Stunden, da bin ich aber nicht gut ausgeruht. Ich habe ein Bett zu wenig. Wo ich ihn hier nämlich gerade sitzen sehe. Das ist das, das ist das Bett, was ich immer nutze. Naja. So,
Da wird jetzt hier ein zweiter Ring aufgebaut. So. Genau, die Händler. Es ist unfassbar. Hi. Wenn du Hilfe brauchst, ja. Dich mal an. Bring mich wieder in Ordnung. Nein! Erzähl mir, was für Symptome du hast. Das ist gar keine. So. Hi. Brauchst du eine Rüstung? Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So. Molotow. So. Ja, komm, die 7 Kronkorken machen mich nicht arm. Entschuldigung? Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Ja. Das heißt, alles perfekt. Munition, da habe ich natürlich auch immer wieder welche, die ich nicht brauche. Das kennen wir ja nicht anders. Und wieder um 400 Kronkorken reicher. Das läuft super bei uns. Achtung. Wir haben soeben einen Hilferuf von einer unserer Siedlungen erhalten. Sämtliche Minutemen in der Gegend werden um Unterstützung gebeten. Stoppe die Überfallfälle bei Sunshine Tidings Kooperative. Ja. Irgendwann mal. Kümmere ich mich bestimmt noch drum. Das passiert bestimmt. Hauptsache, das ist nicht so wie bei GTA San Andreas in den... Das ist also, ich liebe ja das Spiel. Da können wir jetzt mal gerade so 5 Minuten habe ich da, wo ich drüber reden kann. Während ich auch hier diese Suche mache. GTA San Andreas. Super Spiel. Ich würde es als mit Legend of Zelda Ocarina of Time und Super Mario 64 als die drei besten die drei besten Videospiele in der Geschichte benennen. Und bei GTA San Andreas ist es halt fast perfekt. Leute geben denen in der Regel eine 94er, 92er Wertung. Ich würde eine 97er machen. 1 Punkt Abzug wegen der Bugs bzw. Performance, dass es manchmal abstürzt, wenn der Arbeitsspeicher sich volllädt. Ja, aber genauere Wertung könnte ich so nicht machen. Aber auf jeden Fall. 7a. Ach, hier ist die Markierung. Ah, ich verstehe. Ah, das ist ja geil. Auf jeden Fall finde ich ein... Hallo? Ach komm. Denn eben so. Finde ich einen Kritikpunkt nämlich, weswegen ich auch einen Punkt abziehe. Bei den Missionen, ich spoiler jetzt einfach mal, weil das ist für mich ein so altes Spiel, da zählt für mich Spoilerschutz nicht mehr. Wenn die Bezirke quasi in Distrikte aufgeteilt werden, die du einnehmen kannst. So, und da nehmen halt ständig die Gegner. Ich lese gleich, was da steht. Die Gegner deine Bezirke ein, während du in der Stadt unterwegs bist. Das ist der einzige Punkt, den ich finde, den man, der nicht hätte sein müssen. Dass wenn man, dass die anderen Bezirke... 4 und L. Definitiv ein Code. Und, ja. Das, sehe ich halt als das einzige Story-Problem quasi an. Und ich schreibe mir übrigens auf, mal. Auf meiner Seite, was steht denn hier so? Capsid, Bakteriophagen, Lyse, Katabolismus, Anabolismus, Substratinduktion, ja. Also was hatten wir? Wir hatten 7a und 4l. Okay. Wo geht's denn jetzt weiter?
Hier ja nicht. Für... Ach so, ach, guck mal. Aha. Interessant, interessant, interessant. Aua. So. Zwei und A. Zwei und A. Also 7A, 4L, 2A. Okay. Da hinten. Oh oh. Wie geht's denn hier weiter? Aha. Okay, okay, es geht hier weiter. Da geht's über die Straße. Jetzt eine 6 und ein O. 6 und ein O. Okay. Hier. Achso, da geht's auch gut neben. Was machen die denn immer hier? So, hier. Nee, hier geht's nicht weiter. Dann geht es eher. Hier weiter? Ja. 3i. Aua. Ja, das war ja nicht so. Sonst verkommt das alles ja nur. Was war das? 3 und i. Okay. Was haben wir da hier? Oh, der Old Corner Bookstore. Und da ist auch gleich noch eine Markierung, die ich mir anlese. Durchlese. Es wird also doch die gewünschte Überlängenfolge. Zwei Bierflaschen. Damit fängt es erstmal an, ne? Ich komme irgendwo rein. Wann nimmt sich die Bierflaschen? Alles wie gewohnt. Ah, es ist halt ein Bücherladen, ne? Ich kenne jemanden. Das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist auch nicht so häufig. Eine Fami, Fachkraft für Medien und Information, heißt das so? Ist ja, das machen kaum Leute. Also es ist ein sehr seltener Ausbildungsberuf und kenne ich halt und finde ich sehr interessant. Weil die macht so mit Büchern und Bücherläden und das ist irgendwie nicht Bibliothekarin oder so. Ich habe das noch nicht so ganz immer verstanden, aber finde ich super interessant. So vom Ganzen her. Und das ist mir gerade eingefallen, als ich in diesem Bücherstore... Ja, ich war in diesem Bücherstore. Und was steht denn hier nochmal? Der Old Corner Bookstore war ursprünglich eine Apotheke, die nach dem großen Feuer von 1711 eröffnet wurde. Zuvor gehörte das Land Anne Hutchinson, der umstrittenen Puritanerin, die wegen ihrer ketzerischen Ansichten und Predigten exkommuniziert und aus Massachusetts verbannt wurde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte der Old Corner Bookstore das führende Verlagshaus Ticknor & Fields. Es veröffentlichte Werke von Größen wie Charles Dickens, Ralph Waldo, Emerson, Nathaniel Hawthorne, Henry Wadsworth Longfellow, Harriet Beecher Stowe und Henry David Thoreau. Viele von ihnen besuchten auch regelmäßig das Verlagshaus.
Ja. Na dann. So, hier muss ich hoch. Hallo. Na. Guck, irgendwas explodiert hier. Alles klar. Eine Aluminiumdose. Ganz schlechte Idee. Paciencia. So. So. Ist schon besser. Ich habe mich nämlich ein bisschen, sagen wir, beruhigt gefühlt, wenn ich dann sehe, ah ja. Der mit dem Raketenwerfer in der Hand kann nicht mehr so auf mich rumschießen. Das ist vielleicht doch besser für mich. So. Ich nehme jetzt die ganzen Milchflaschen, weil anscheinend Glas scheint ja wichtig zu sein. Es ist selten zumindest. Und ja gut, für die Kabel, ne? Stimmt. Für die Kabel ist das sogar wichtig. Was macht denn das Fass dann plötzlich so für einen Lärm? Oh, wir müssen hier runter. Das Gebäude kenne ich. Genau, die Fenuel Hall. 5R. 5R. Was ist das für ein Code? Hallo. So heißt das Wort zumindest. Ja, diese Zahlenkombination ist natürlich. Die Fenuel Hall wurde von der Stadt Boston 1742 vom französischen Händler Peter Fenuel gestiftet. Sie war im kolonialen Massachusetts ein wichtiger Handelspunkt und sie spielte auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eine wichtige Rolle. Die Proteste gegen die Zucker- und Stempelgesetze begannen genau hier und führten zu dem Leitsatz keine Besteuerung ohne genaue gewählte Vertretung. Später wurden in der Fenuel Hall Treffen abgehalten, die schließlich in der Boston Tea Party mündeten. Viele der Gründungsväter in den USA, darunter Samuel Adams, trafen sich hier oder halten in der Fenuel Hall Reden, sodass sie den Namen Wiege der Freiheit bekamen. Ja, das kenne ich. Ich wollte ja übrigens mal, das ist auch so eine Geschichte, Urlaub in Boston machen, zusammen mit einer New York-Reise. Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil es zu teuer war und wir haben Urlaub in Frankreich gemacht. Ich kenne die Fenuel Hall. Oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube Fenuel. So wie ich es kenne. Und deswegen habe ich mich im Vorhinein ein bisschen über Boston und so erkundigt. Allerdings halt nicht in dem Maße. Oder sagen wir quasi in einem ganz anderen Kernaspekt, wie ich es für Fallout hätte machen sollen, quasi. Sollen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da Voraussetzungen brauche für dieses Spiel. Es ist halt nur immer lustig, wenn man ein paar Sachen kennt. Hier geht's raus, ne? Ja. Oh. Das wollte ich nicht. Ja, das war ein Fehler. Wollte ich auch nicht. Zay. Okay, geht Holy? Holy geht. Okay, es ist kein Y am Ende. Also kannst du auch nicht busy sein. Flee. Nein, es ist nicht zu. Es ist nicht. Hold. Nee, dann hätte Holy 3 Übereinstimmung. Coast. Nein, das ist nicht. Wild ist es auch nicht. Seek. Ist es auch nicht. Sum. Ist es auch nicht. Food. Auch nicht? Nee. Oh, ich habe noch einen Versuch. Warte. Hold? Host? Wild? Hä? Ja,
Jetzt bin ich gerade, entweder habe ich irgendwie eine Logik gerade übersehen oder... Fehler. Bissi fließi quavel. Naja, egal. Ist nur für die Roboter. So, gut, dass es das gibt. Ja. Kaffeekannen. Ja. Oh. Was haben wir denn hier? Die Tür. Das wär's. Oh ja, Geld. Supergeil. Hast du dich mit den falschen Leuten angelegt? Aua. 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 Ja, ist ein bisschen vor Kriegsgut, ne, würde ich sagen. Mistzylinder. Aha, aha, aha. Oh, oh. Wow, in Fallout New Vegas oder 3 hätten die mich jetzt umgebracht, diese Dinger. Oh, scheiße. Oh, was ist es das denn? Überall diese Kack-Granaten fallen. Upsala. Was heißt eigentlich dieses Wassersymbol? Kann mir das irgendjemand erklären? Ja, geil. Huch. Ja, ein Stimpel könnte ich aber eh gebrauchen. Wow. Muster. Natürlich! Eine Kamera, Silberschale, schicke Haarbürste. Hä? Oh mein Gott! Alter. Das war jetzt aber... Ich glaube, ich nehme mal wieder Stimpack. Wir sind überheblich. Auf jeden Fall. Ja. Oh. Sturmgewehr nehme ich auch nochmal mit. Obwohl das Impro-Gewehr ist eh nicht viel wert. Deswegen. Das ist so schlimm. Ach komm! Hallo. Ja. Wow. Was? Je mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist, okay. Aua. Aha. Interessant, erzähl mehr. Danke, dass ich noch früher zu werden nachladen darf. Oh, ich werde hier in den Raum geführt. Finde ich auch gut. Oh, nächster Schuss. Tschüss. Aua. Ja, ehrlich. Ja. Ich finde das immer toll, wie Piper so richtig witzige Kommentare macht. Die sind fast so gut wie meine Witze. Ich habe heute, habe ich einen richtig guten gehört, aber ich weiß ihn nicht mehr. Verdammt.
Verdammt. Das ist schade. Der war richtig gut. Also, wenn ich ihn richtig gut fand, fand jeder andere scheiße, aber das macht ja jetzt erstmal nichts. Er hat sich gerade angehört wie YouTube-Kacke. Oh. Na. Jetzt aber. Ich trag zu viel. Mal wieder. Was ist das denn? Die von Lulhole als Dach. Okay. Interessant. Eineinhalb Stunden. Also eine Stunde sind wir jetzt schon. Eineinhalb Stunden habe ich irgendwie so daran gedacht, machen wir die Folge. Wie spät haben wir es denn? 20 Uhr etwa. Aufgepasst. Piper? Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Nein. Nicht annähernd. Aber du kannst Sachen nehmen, die ich nicht mehr brauche. So. So. Was war... Achso. Ich hatte aus irgendeinem bewusst unbewussten Grund das Ding aktiviert. Und jetzt möchte ich gerne... Was ist denn die Vorderseite von dem Gebäude eigentlich, ja? Ziemlich sicher sogar. Die, wo ich gerade eben war. Aber ich gucke nochmal vorsichtig. Nee, es ist hier. So. Ich muss auch ein bisschen Wasser muss ich loswerden. Ich könnte... Warte mal kurz. Wir haben ja gerade die Fanulol eh entdeckt. Das heißt, wir können zur Burg ausladen. Fanulol. Weitermachen. Das gehört alles dazu. Schreibt doch. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Louis Vuitton-Symbol, was sich da im Bildschirm im Fenster spiegelt, aber das ist einfach nur mein Bildschirm Hintergrundbild. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Nein, du sollst. Ach, verdammt. Es ist zu spät, ne? Jo. Okay. Ah, nein, gut schlafen. Kann ich kurz gucken, was auf meinem Handy so interessant ist. Aha. Die Zickenmama spielt Fallout. Könnt ihr übrigens mal auf Twitch oder auf YouTube folgen. Sucht euch was aus. So. Dum. Morgen. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Ich schaue es mir an. Großartig. Nein, du hast keine Sachen. Du hast kein Geld nämlich. Entschuldigung, suchst du nach einer Waffe? Klar. Ja. Ich schau mal, was du hast. Großartig. Nur ja, du hast ein bisschen Geld zumindest. Mit dir kann ich was anfangen. Ich kann nur mit Leuten was anfangen, die Geld haben. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine. Das brauche ich nicht. Vorräte gebrauchen. Okay. So, der hat ein paar Sachen, nichts Weltbewegendes. Die Hälfte meiner Wasser verkaufe ich mal. So, ich habe über 1700. Oh, So. Perfekt. Das hätten wir.
weiter zur... Wo ist die denn? Der Phenylhall, genau. Die Phenylhall. Die Kanülenhalle, was? Das letzte Mal 5 und R. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob das das von der Phenylhall war oder das noch davor. Schon wieder ein drittel Level, ne, in dieser Folge nur. Ich habe jetzt gut, jetzt ging diese Folge eine Stunde bisher. Gerade in der Sekunde, wo ich es gesagt hatte. Aber schon, ne? Man kann sagen, 10% pro Level. 10% Level pro Folge, oder obwohl man das natürlich so sagen kann, weil die Level steigen natürlich langsamer je später. Das ist eigentlich Schwachsinn, das ist eigentlich nur zur Zeit gerade ein Zufallsfund. So. 5 und R, okay. Also geht's hier weiter. Piper hatte zu werfen dabei. Habe ich jetzt nicht gemacht, schade. Naja, egal. Passiert mir ständig. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Da existiert nicht mehr viel von denen. Stellt sich die Frage, da geht es weiter. Ja. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt passiert? Hier. Da um die Ecke. Was haben wir hier? Nichts. Was explodiert hier denn wieder? Oh, hallo. Ja, ja, noch. Als nächstes 8D. 8D. Paul Revere's House. Dieses Gebäude wurde 1680 erbaut und ist damit das älteste Gebäude in Boston. 1770 kaufte der bekannte Patriot Paul Revere dieses Haus. Er lebte dort bis 1800 mit seiner Familie, einschließlich seiner 16 Kinder. Sein berühmter nächtlicher Ritt nach Lexington und Concord fällt also auch in diese Zeit. Er wollte Samuel Adams und John Hancock warnen, dass Rohrdrücke auf dem Weg sind, um sie zu verhaften und die Waffe der Miliz zu konfiszieren. Was war das? 8D? Das ist ja richtig, richtig aufwendig hier. Die Quest. Also es gefällt mir natürlich. Das ist, ich bin ja Fan von so Kombinationsdingen und halt alles, was mit die Old North Church. Okay. Alles, was so mit, ich hätte jetzt erwartet, da wäre was. Ja, so Dinger zu tun hat. So, was haben wir denn? 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Okay, das ist kein direkter Wortcode. Was steht hier? Die Old North Church wurde 1723 erbaut und ist damit die älteste noch erhaltene Kirche in Boston. Mit ihren knapp 60 Meter hohen Turm ist sie zugleich auch die höchste Kirche Bostons. In der Nacht des 18. April 1775 marschierten Lieutenant Colonel Smith mit 700 britischen Soldaten nach Concord, um die Rebellen zu entwaffnen. Allerdings hatte Paul Revere einen Plan erdacht und Robert Newman kletterte auf die Spitze des Kirchturms und entzündete zwei Laternen, um die amerikanischen Kämpfer zu warnen, dass die Rotröcke den Charles River hinaufkommen. So kam Longfellow auch auf seinen berühmten Vers eine übers Wasser und zwei eine übers Land und zwei übers Wasser. Die Schlachten von Lexington und Concord sind dann, die dann folgten, waren der Anfang des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. 60 Meter. Naja. Die Old North Church. Aha.
Naja. Huch. Aua. Es gibt Dinge, die sind blöd. Und es gibt Orte, wo es laggt. Boah, ist das hier gerade Performance Heavy. Alter. Was ist denn hier los? Boah, 0 FPS gefühlt. Alter. Ist das schrecklich. Boah, im Hauptmenü geht's auch nicht besser. Boah. Schrecklich. Schlimm, wenn solch ein Ort so runtergekommen ist. Es ist halt, das ist auch hier extrem mit der Licht, dem Lichteinfall und alles so. Alter. Das ist die absolute Vollkatastrophe gerade. Dieser Ort. Hier ist eine Kanzel, aber bringt sie mich weiter? Hier geht's nach unten. Boah, Leute. Das könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr nicht tun. Das macht gerade keinen Spaß. Kodierung überlastet. Ja, das merke ich. Alles klar. Ja, das ist der Kackraum. Was ist denn das? Ja. Ich kann hier gerade nicht vernünftig aufnehmen. Ich laufe jetzt einfach durch. In der Hoffnung, dass es möglichst bald zu Ende ist. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Sorry, aber so kann ich nicht aufnehmen. Und das Problem ist, mit OBS kann ich keine Folgen wieso willst du das machen? Ich habe einen FPS. Einen. Ne, sorry, ich muss gerade. Das ist. Ich habe keine Chance. So habe ich gerade keine Chance. Ich muss. Ich guck mal gerade kurz im Internet. Ich muss das nachgucken, welches Ziel ich hier erreichen muss, damit ich weiß, wo ich hingehen muss. Weil, ganz ehrlich, ihr habt es gesehen, ich kann so nicht spielen. So, den kommen wir. Aha. Ja. Gut, dann weiß ich zumindest, was ich machen muss. Der Keller ist schon mal richtig. Das ist einfach ätzend. Es ist einfach ätzend. Wie kann man so einen Kackraum machen? Oh,
Leute, Bethesda, was habt ihr hier verkackt? Was ist denn mit euch? Was habt ihr denn hier für eine Scheiße programmiert? Für eine dreckige, abgefuckte Scheiße. Das kann ja nicht sein, oder? Sorry, aber das ist beschissene Programmier... Ja, Kunst ist es nicht. Das ist beschissene Programmierfähigkeit. Wenn du sowas nicht hinkriegst. Der Rest ist super, aber das hier ist für den Arsch. Ich kann hier nicht spielen, nicht vernünftig. Geiles Spiel, super geiles Spiel. Ja, das ist richtig. Habt ihr gut gemacht, Bethesda? Das ist ein richtig beschissenes Spiel, was ihr hier gerade programmiert habt. Wenn ihr sowas Elementares nicht hinbekommt, dann ist das ein mega Kack und ein mega Dreckspiel. Sorry. Wie weit erstreckt sich das wohl noch? Ja. Weil wenn ich hier hingucke, ne? Wenn ich in einer Stadt bin mit 1 Milliarde fucking Objekten, kein Problem, wenn ich in diesem Keller bin. Ja, denkt sich Bethesda, oh, machen wir einfach Kacke und programmiert ihr die größte Scheiße, die wir jemals gesehen haben, die schlimmer ist als Gothic 3. Ja. Gothic 3 ist ein besser programmiertes Spiel. Batman Arkham Knight ist ein besser programmiertes Spiel. Assassin's Creed Unity ist ein besser programmiertes Spiel. Keine Ahnung, ob ich treffe. Jedes Spiel ist eigentlich ein besser programmiertes Spiel. Wenn ich jetzt einfach mal einen Affen auf meine Tastatur kloppen lasse in Visual Basics, ist das ein besseres Spiel? Ja, es ist halt für den Arsch. Ich kann hier gar nichts machen. So. Ich speichere einfach mal. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin einfach gerade enttäuscht von Bethesda und dass sie so eine Kacke programmieren. So eine verkackte Kacke. Was? Dreht sich. Ja, das sehe ich. Fängt also mit R an. Ja. Ach so. Ach, ich verstehe. Die 2 ist A. Lululululü. Die 3 ist ein I. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was das Passwort ist. Huch. Rail. Okay, das ist, ja, sehr sicher, dass das Railroad sein wird. Huch. Also. Hallo. Ich mach mal lieber meine Waffe runter. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen.
Wer zum Teufel bist du? Wer bist du? Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? Du wolltest uns treffen. Das heißt, dass du nach unseren Regeln spielst. Also beantworte meine Fragen. Außerdem weiß ich, wer du bist. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Nichts. Piper. Was? Eine Reporterin namens Piper hat mir einen Hinweis gegeben. Verstehe. Was hast du? Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Bitte was? Kennen wir uns? Ich muss dich nicht kennen, um von dir gehört zu haben. Du hast für Aufsehen gesorgt, Kumpel. Die stählerne Bruderschaft hat dich in ihrer Reihen aufgenommen. Das ist echt unglaublich. Das ist aber noch nicht alles. Des, das ist der Mann, der Fort Strong für die Bruderschaft gesäubert hat. Er ist einer ihrer Hauptretter oder so ähnlich. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Ich find's gut, dass man den so kennt. Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Warum sollte das Institut damit zu tun haben? Viele Entführungen im Commonwealth werden vom Institut verübt. Warum? Das weiß keiner. Ich habe nur noch nie gehört, dass sie Kinder entführen. Hoffentlich haben sie nichts damit zu tun. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur zu deinem Sohn finden kann, dann er. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ich habe Gerüchte gehört. Was sind sie wirklich? Das Institut hat sie erschaffen. Synthetische Menschen. Größtenteils organisch. Zum Teil Maschine. Ab einem gewissen Punkt waren sie mehr als bloße Konstrukte. Sie denken, fühlen und handeln, genau wie du und ich. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Und warum? Warum behandelt das Institut sie so? Sie spielen Gott, pfuschen an Dingen herum, die sie kaum verstehen. Von oben herab ist es einfach, ihrer Schöpfung jede Menschlichkeit abzuerkennen. Rede weiter. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Könntest du das präziser ausführen? Antworte aus dem Bauch heraus, mit deinem Herzen. Würdest du dich für einen Synth in Gefahr bringen?